Fuerteventura Tag 2 im Yoga und Surf Retreat bei den Yoga Friends. Wiederholungen. Ich war heute das erste Mal Wellenreiten in meinem Leben. Ich habe schon mal auf dem Surfbrett gestanden, habe schon ein bisschen Windsurfing ausprobiert, aber Wellenreiten finde ich irgendwie doch auch ziemlich cool. Es hat mir riesig Spaß gemacht und zwar so sehr, dass ich gar nicht mehr aufhören könnte. Also es ist super, super anstrengend, raus zu paddeln, aufs Brett versuchen zu springen, was meistens gerade am ersten Tag überhaupt nicht klappt. Und dann wieder rein in die Wellen, das Brett zu kontrollieren, unterm Arm, gegen das Gesicht, gegen den Bauch, gegen den Arm zu bekommen. Durch dieses wackelige Wasser zu gehen mit den hohen Wellen, die einen immer wieder wegtreiben. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, aber es ist auch super, super witzig. Und für mich hat sich da ganz klar rausgestellt, mich packt der Ehrgeiz, ich wollte das irgendwie schaffen, auf das Brett zu kommen, mich vielleicht sogar hinstellen zu können am Ende des Tages. Und mitunter hat es funktioniert, es war gar nicht so einfach. Was ich wirklich rausgenommen habe aus diesem Erlebnis, für mich mitgenommen habe, ist, dass diese Wiederholung, dieses immer einmal mehr, und wenn es jetzt noch nicht klappt, dann einfach nochmal mehr versuchen. Nicht daran verzweifeln, weil vielleicht ist die Welle schwierig gewesen, vielleicht habe ich mich nicht richtig verhalten, es ist doch auch egal. Ganz oft sind wir so sehr mit unserem Fehler und mit unserem schlechten Verhaltensweisen in Kontakt, nehmen sie für bare Münze, dass wir gar nicht merken, eigentlich wäre es doch viel, viel effektiver, nur noch einmal mehr zu machen, noch einmal mehr in die Wellen zu gehen und diesmal vielleicht aufs Brett zu kommen. Wir wissen nicht, wann es soweit ist, dass wir endlich lernen, aber ich glaube, es ist wirklich wertvoll, sich zu überlegen, dass wenn wir diesen Gedanken im Kopf knacken können, dann machen wir auch einfach weiter. Wenn wir sagen, wir machen die Eisbucket-Challenge, wir machen irgendeine andere Challenge, dann sind wir ja auch angefixt. Warum können wir das so oft in unserem Leben nicht? In der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die ich noch öfter zitieren werde hier auf meinem Kanal, gibt es das Konzept der Fusion. Fusion bedeutet, wir haben einen Gedanken und nehmen den so sehr für bare Münze, dass wir glauben, dass er wahr ist. Ich bin ein Idiot. Jemand sagt zu mir, du bist ein Idiot. Ich übernehme es, weil ich vielleicht auch gerade wirklich einen Fehler gemacht habe. Jemand sagt zu mir, ich bin dumm, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht stark genug. Und das ist in meinem Kopf so verankert, dass ich gar nicht unbedingt dem anderen die Schuld geben will, sondern ich alleine bin dafür verantwortlich, ob ich das für bare Münze nehme, ob ich das annehme, was der andere sagt, oder ob ich mich vielleicht auch dagegen entscheide. Daher, Fusion, Verschmelzung von Gedanken und Wahrheit ist nicht immer so ganz hilfreich und habe ich heute gelernt, es lohnt sich vielleicht einfach nochmal mehr zu prüfen, einfach nochmal mehr auszuprobieren und sich selbst zu hinterfragen. In diesem Sinne, die Gedanken sind frei, aber nicht immer wahr. Überprüft sie und schaut, ob es Gedanken sind, die euch glücklich machen. Für mich heute ein weiterer Schritt, wieder zu üben und zu üben